Hunderttausende Menschen besuchten am Samstag in Hamburg den Schlagermove. Mit zahlreichen Rettungswagen und Personal war die Feuerwehr Hamburg von 11 bis 0 Uhr im Einsatz. 113 Personen wurden in eine Klinik gebracht, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Darüber hinaus kam es insgesamt zu 335 Hilfeleistungen, wie beispielsweise bei kleineren Verletzungen. Auch die Stadtreinigung Hamburg war mit zahlreichen Mitarbeitern vor Ort. Der Einsatz begann gegen 18 Uhr an den Landungsbrücken und endete gegen 4 Uhr morgens. 17 Spezialfahrzeuge sorgten dann wieder für saubere Straßen, teilte die Stadtreinigung. Auch am Sonntag ist die Stadtreinigung unter anderem in den umliegenden Parks und Grünanlagen weiter im Einsatz.